Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Magic the Gathering Arena. Heute möchte ich euch mein Umwandlungsdeck zeigen. Das ist zum Aufnahmezeitpunkt auch noch als Standard gut spielbar, aber könnte sein, dass in den nächsten drei Editionen dann auch langsam gebannt wird. Aber wie immer fangen wir an, kurz die Mechanik zu erklären. Ihr seht erstmal, es ist weiß-rot, sprich kann man relativ aggro spielen, von der Mana-Kurve auch zu sehen. Wobei man bedenken muss, dass die Umwandlungsfähigkeiten in der Regel mal 1 bis 3 Mana kosten. Wir haben hier ein paar Karten drin, die sind da einfach stark zu werden. Für einen Mana kriegt der hier, wenn er ins Spiel kommt, erstmal 1 zu 1. Aber immer wenn man eine Karte umwandelt, plus 1 plus 1 und zur Not können wir ihn selbst umwandeln. Den Tranhidrischen Heiler, den könnte man nehmen, um sich zu heilen, wie es der Name sagt, aber den brauchen wir nur zur Umwandlung. Der Tapfere Retter, der ist auch toll, denn immer wenn wir was umwandeln, zumindest einmal pro Zug, bringt er uns einen 1-1 Spielstein. Die Savai Donnermähne, wenn wir hier eine Karte umwandeln und 2 Mana extra zahlen, können wir 2 Schaden einer Kreatur zufügen und wir bekommen 2 Leben dazu. Perfekt zum Umwandeln ist die prächtige Hirschkuh und zwar für 2 Mana wandelt man die ganz normal um, wie man das halt kennt. Aber Vorteil bei ihr, man kann noch ein Lebensverknüpfungsmarke legen und das ist zum Beispiel auf den sehr gut, weil er halt recht schnell stark wird und überlebt. Aber witzigerweise auch auf die hier, die wir uns gerade jetzt anschauen, denn bei ihr ist es so, dass auch die Lebensmittelfrage ihr auf ihr Effekt wirkt. Und zwar ist ihr Effekt, immer wenn wir eine zweite Karte in den Zug ziehen, dann macht sie einem Ziel 3 Schaden. Und das tut mit der Lebensverknüpfung triggern, das heißt, dann wird es 3 Schaden plus 3 Leben machen. Und da wir durch Umwandlung eh viele Karten ziehen, passt das. Zenit des Leuchtfeuers, das ist das, was wahrscheinlich jeder, der Umwandlungsdeck kennt, als die Karte kennt. Die meisten versuchen bei der Strategie, möglichst viele Karten umzuwandeln, denn für jede Karte mit Umwandlung auf dem Friedhof macht das Ding einen Schaden und teilt einen HP bei uns selbst. Und es ist quasi One-Hit-Kill für 4 Mana. Der wühlende Moloch, den wandle ich meist um, aber wenn es doch mal so weit kommen sollte, dass sich der Kampf lang hinauszieht, bisher noch nicht passiert, dann könnte ich den auch direkt spielen und eine Karte mit Umwandlung für meinen Friedhof quasi nochmal spielen. Imposanter Vantasaurus, der ist eigentlich nicht so imposant, er hat Umwandlung 1 und darum geht es hier bei uns, der Rest ist eher unwichtig. Spannend ist Sidaro, das wandernde Monster, der hat zwar 8 zu 8, kostet 7 Mana, macht Rammelschaden und Eile, aber wir können ihn kostenlos spielen, wenn wir es schaffen, ihn viermal umzuwandeln. Und das ist daher möglich, dass wenn wir ihn umwandeln, er nicht auf dem Friedhof landet, sondern direkt wieder ins Deck gemischt wird. Das ist natürlich schlecht, um den hier zu spielen. Aber wenn man viel umwandeln möchte und sich nicht auf diesen Zauber fokussiert, ist der eigentlich aktuell der beste, den man umwandeln kann. Ja, Mana bringt ein bisschen Ebenen und Gebirge. Und was auch gut ist, wo ich auch noch nicht genügend habe, aber ich wollte jetzt auch nicht mehr Karten quasi dafür opfern, bzw. Geld ausgeben, sind die hier, weil wir die auch nochmal umwandeln können. Oder im Zweifelfall bringen sie uns das Mana, was wir brauchen. Allerdings wandelt sie in der Regel immer um. Doch besser man hat, als man hätte. Okay, dann schauen wir uns mal an, wie das Deck sich im Kampf schlägt. So, unser erster Gegner heute ist... Die Spannung steigt. Velvet Rage, uncooler Name. Okay, mal schauen, wie wir abschneiden. Starthand sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben was zum Abwerfen. Haben zwar nichts, was gleich von Anfang an aggro ist, aber mit denen hier können wir zumindest ihn ein bisschen hinhalten. Ich sag mal, das nehmen wir. Mit dem Deck habe ich, glaube ich, noch nie Mulligan machen müssen. Vor allem, wir können ja haufenweise Karten nachziehen, von daher stellt sich das Problem in der Regel nicht. So, Velvet. Was machst du? Apropos, cooles Spielfeld wieder mal. Schön, dass sie das echt so cool animiert haben, die ganzen Spielfelder. Ah ja, eins dieser Länder, die entweder Zauber als Land spielen können, sind auch geil. Sagen wir erstmal Hallo, auch wenn er es, glaube ich, nicht gemacht hat. Ich tue das Land jetzt nicht spielen, das wäre zwar das Klügste theoretisch, aber wir haben genug Mana. Auch wenn uns jetzt hier scheinbar viel kosten, die Kosten, die stören uns überhaupt nicht, weil wir sie nur zum Umwandeln brauchen. Es scheint eine lange Partie zu werden, Kumpel, wenn du weiter so regelrecht durchs Spiel hetzt. Jo, das ist natürlich geil. Das Diebesdeck, das will ich mir auch eins bauen. Das ist sowieso eins der mit krassesten. Es gibt
Eigentlich in der Edition finde ich nur zwei Karten, die meines Erachtens gebannt werden, weil sie stark sind. Der eine ist so ein Kleriker, der 1 zu 3 hat. Und die hier. Weil die ist für ein Mana mit Aufblitzen und dann kriegt sie noch plus 2 plus 1 in Todesberührung. Und Karten wegmüllen und was weiß ich nicht alles. Also krass. Ich meine, gut, das Müllen, das stört uns jetzt eher weniger. Ihr seht, der ist schon bei 4 deswegen. Von daher, wenn wir Glück haben oder wenn es gut läuft, ziehen wir den zweimal, haben irgendwann 10 im Friedhof. Und ja, dann sind wir damit durch, ne? Ja, jetzt kriegt der von uns natürlich eine Karte. Ich nehme eine Karte. Der Gegner bestimmt, welche offene Vorzeichen du abwehren musst. Eine der Karten, der Spieler wirft die bestimmte Karte ab. Ganz ehrlich, das brauchen wir am wenigsten. Wie viele muss ich? 2. Ja. Soll er kriegen? So, sieh schon mal 3 zu 2. Nee, danke. Ich will es mal wieder so, wie ich ihn geplant habe. So, wir haben jetzt geplant. Die Karte kennt er eh, das heißt, die können wir ausspielen, ohne Gedanken zu verschwenden. Den wandeln wir um und können jetzt mit dem hier 2 extra Mana zahlen. Oh, die haben wir. Die Kreatur 2 Schaden machen und uns selbst in 2 heilen. Und natürlich ziehen wir noch eine Karte nach, wie sich das gehört. Den zweimal zu haben, ist theoretisch nicht schlecht. Praktisch ist es natürlich dann irgendwann mana-intensiv, wenn man beide wirken will. Und er denkt weiter nach. Ja, ist ein Denkspiel. Warum ist die Technik nur 2? Wie du Kreaturen deiner Abenteuergruppe hast, okay. Ich überlege, wie wir spielen. Ich glaube, wir schießen ihn den einen noch weg. Ich will bestimmt was mit Aufblitzen spielen. Ah ja, das könnte man nebenbei auch spontan machen. Aber ich will ihn gerne dazu zwingen, zu zeigen, was er geplant hat. Wenn er einen Counter spielen wollte, dann haben wir ihn gestartet. Hey, sehr schön, haben wir noch zweimal auf der Hand. Ja, noch ein paar Karten weg. Nee, wir greifen nicht an, der würde ihn blocken. Dieses Tauschspiel kostet weniger, falls sie mir Karten. Ziehe 4 Karten. 4 Karten für 7 Mana, doch, das ist fair. Schade ist an der Fähigkeit von ihm natürlich nur, es geht noch Kreaturen. Ach, er kontrolliert es jetzt? Wir wirken 3 weniger, falls ein Kreatur sind. Wir nehmen Kontrolle über den Kreaturen immer von X. Okay. Wahrscheinlich geht es hauptsächlich darum, dass es ihnen auf den Sack geht. Ja gut, dann töte ich jetzt halt meine eigene Kreatur. Kümmert mich jetzt nicht ganz so sehr, wenn ich ehrlich bin. Immerhin, Mana-technisch, ich habe einen Mana ausgegeben. Und er hat, keine Ahnung, 3 weniger. Nur 3 Mana? Na, das ist nicht schlecht. Na gut, wegen X, aber der ist nicht schlecht, ne? Wir müssen halt nur aufpassen, dass er nicht zu viel Counter spielt. Weil damit kann er natürlich das wegfetzen. Das heißt, wir müssen ihn ein bisschen dazu, ich bin jetzt mal nett, überreden, seine Zauber vorher rauszuschmeißen. So, wir wandeln dann das um, wenn er uns lässt. Stimmt, das sollten wir in unserem Zug machen, weil im nächsten Zug müsste ich 2 umwandeln, damit der Effekt triggert. Das geht auch, aber ist ungünstig, vor allem mit der Handkonstellation ist es jetzt unmöglich. Überlegt jetzt höchstwahrscheinlich, ob er countern soll, weil ich noch Mana über habe.
Und genau das ist, was ich eigentlich auch gern wollte, dass er sich fragt, lohnt es sich, den zu countern? Und ich hoffe, er sagt ja. Haha, lustig. Er hat allerdings immer noch genug, um zu countern. Wir wissen es nicht. Deswegen machen wir ihn jetzt einfach hoch, indem wir hier ein bisschen Schaden drauf schießen. Das kann ich auch direkt zielen. Das heißt, er muss dann irgendwann aktiv werden. Oh, der hat schon 12. Nein, wir müssen vorsichtig spielen. Der weiß, dass wir den Deck haben. Jeder Umwandlungsdeck hat den eigenen Deck so gut wie jeder wahrscheinlich. Da spielen wir vorsichtig und machen das erst, wenn er nicht mehr genug Mana hat. In der Zeit schießen wir ihn immer schön runter. Denn wir können das spontan wirken. Was macht das? Zerstöre eine Kreatur. Okay. Können wir eh nicht behandeln. So, und jetzt killen wir ihn. Und zwar, wenn er den countert, den nächsten countert er höchstwahrscheinlich nicht. Mit 4 Mana ist das ganz schwer. Das ist nicht unmöglich, aber schwer. Es sei denn, sein Beherrscher zahlt 1. Ja, das zahle ich. Okay, das war der erste Sieg. So, unsere zweite Runde geht gegen Ebi Freedom. Na, mal schauen, was da passiert. Das ist eine richtig schlechte Starthand. Gut, wir haben aber die Länder auf der Hand. Das heißt, zur Not kommen wir klar. Aber das ist wirklich keine gute Starthand. So, rot-weiß-schwarz. Rot-weiß-blau ist mir eigentlich ziemlich egal. Hauptsache rot-weiß. Und er spielt auch noch auf Akku, wenn ich das richtig sehe. Ja, das könnte ein Fehler gewesen sein. Wäre clever gewesen, das zu spielen. Egal, wir warten. Oder gehe ich auf Nummer sicher? Okay, dann versuche ich auf Nummer sicher zu gehen. Ich wandle ihn einfach so um. Ohne Effekt, aber jetzt ziehen wir Karte nach. Und dann werden wir vielleicht etwas richtig gemacht haben. Haben es richtig gemacht. So, 3 Mana brauchen wir mindestens. Das heißt, wir kommen nicht dran vorbei. Wir haben diesen Zug aber eh nur 2, egal wie wir es machen. Das heißt, wir können den spielen. Der würde uns den sowieso irgendwie kaputt machen, dann spätestens, wenn die drauf geht. Ein Friedenswald, ein Wahl oder ein Kreatur, 2 Schaden zu. Gut, geht auch. Was ist das? Erzeugen wir hier rein und ein anderer. So. Wir sehen, ob uns die kaputt macht. Weil die ist ja ganz wichtig. Die kann jetzt erstmal schön deffen. Aber das ist ein rotes Deck, der wird schon was sagen. Okay. Ja, nur Geduld. Kriegen so massiv aufs Maul, aber mal sehen, wie weit wir das treiben können. Vielleicht hat er auch ganz viel Zerstörungszauber entdeckt. Dann gut, ist es halt vorbei, ne? Also ich gehe mal davon aus, er will, dass wir den blocken. Daher blocke ich lieber mal den, vielleicht kann nur 2 Schaden aus teilnehmen. Er kann 3 Schaden austeilen. Ja, das ist nicht so schön. Eigentlich müssen wir uns ja um Lebenspunkte bemühen, ne?
Das heißt, ich muss den tatsächlich mal ausspielen. Seltener Fall, wo ich es noch brauche, ne? Aber wir müssen seinen Rush ein bisschen überkommen. So, ins Spiel komme ich ja mit einem Unfall aus dem Friedhof 6C. Du kannst nicht spielen. Ja, das bringt's nicht. Wie gesagt, den brauche ich eigentlich nicht. Deswegen kann ich den durchaus blocken. So. Ich könnte den Moloch spielen. Allerdings kann ich dann keinen aus meinem Friedhof mehr wirken. Das würde sowieso eine Weile dauern. Wisst ihr was? Wir wirken den, einfach damit wir einen starken Blocker haben. So ist das Deck zwar nicht konzipiert, aber kann nicht schaden. Ja, ist egal. Wen wird schon am wenigsten wählen? Dich. So. Hat er wieder was zum 3 Schaden zu machen gezogen? Okay. Achso, ja, geht auch in die Richtung. Wir versuchen es weiter. Zack. Wie gesagt, das Land brauchen wir in der Regel nie. Jeden Zug oder pro Zug können wir einen Spielstein machen. Der wird ihn bestimmt ein bisschen nerven. Ach, das bleibt dauerhaft? Stimmt, ich missverstanden immer noch? Wenn du willst, du kannst sie bis zum Ende deines nächsten Zuges. Oh, okay. Des nächsten Zuges. Okay, das ist eigentlich nicht schlecht. So, greifen wir an. Lohnt sich nicht. Wir spielen den. Ziehen nach. Machen uns ein paar Spielsteine oder genau genommen 9. Wir können dann gleich nochmal spielen, aber das machen wir nicht sofort. Weil wir das in seinen Zug machen sollten, damit wir noch einen neuen Spielstein kriegen, weil das triggert halt nur einmal pro Zug von unserem tapferen Retter hier. Mit dem können wir angreifen. Ich war bei dem Moloch immer in Gedanken und habe gedacht, ach verdammt, dann muss man den ja quasi echt viel Mana haben. Aber klar, wenn man den bis zum nächsten Zug spielen kann, dann spielen wir den aus. Und, okay, spielen wir den aus und dann im nächsten Zug hat man was. Das hat er nebenbei ziemlich gut gespielt. Er hat zwar nur einen Schaden verhindert, aber es wird ja auch mit großen gehen, mache ich auch gerne sowas in der Richtung. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug kannst du eine andere Kreatur opfern. Und falls du es tust, erhält der bis zwei bis seinen Trampel. Okay. Ja, so ein Trampel ist ein bisschen nervig. Aber du brauchst noch ein paar Kreaturen für. Also. Okay, ich verstehe, was du mir sagen willst. Na, macht er natürlich nicht, wäre doof. Vielleicht haben wir den noch bald aufs Glück gespielt. Mal schauen. Ich überlege, ob ich den vielleicht jetzt sogar tatsächlich mal so ausspiele. Mache ich tatsächlich auch, damit wir was zum Blocken haben. Wenn man den dann vielleicht buffen kann durch den hier. Und mit denen kombiniert können wir vielleicht noch ein bisschen HP uns dann dazu holen. Wert der Wachsamkeit. Mal schauen. Ja, ich find's ja auch spannend, Kumpel. Komm, zeig mir, was kannst du? Also die Farben Schwarz, Rot und Weiß in der Mischung lassen sie ja immer sehr gut Aggro spielen. Schwarz-Rot zum Beispiel lässt fast nur Aggro zu.
Mit Weiß kann man noch ein bisschen Strategie reinbasteln. Also Strategie in Anführungszeichen im Sinne von Tech. Und jetzt rechnet er. Ja, das war clever. Von allen Kreaturen war das auf jeden Fall die, die dich am meisten nervt. Da gebe ich dir recht. Wir haben nur 4 drin bisher? Wow. So, pass mal auf. Vielleicht killt er den, indem er den mit verschieden blockt. Das werden wir gleich sehen. Er kann ja noch einen Schadenzauber mit drauf basteln. Aber wir müssen ja auch versuchen, weiterzukommen. Mal schauen. So, das heißt zum Schaden Umwandlung. Wir ziehen nicht nur eine Karte, sondern der kriegt auch eine Laserknüpfungsmarke. Und damit haben wir das Akku, glaube ich, schon mal ein bisschen überkommen, weil wir uns jetzt wieder heilen können. So. Den Umzuwandeln bringt aktuell auch nicht wirklich was. Nur die Frage, wie spielen wir? Hauen wir den mit raus und versuchen damit ein bisschen mehr Druck zu machen? Oder sagen wir, ja, wir heben den lieber auf. Dann können wir eine Karte dann später nachziehen. Außerdem steigt unser Zenit des Leuchtfeuers, wenn ich es nicht vorher vielleicht zur Not opfern muss, damit irgendwas Großes von ihm stirbt. Ich kann auf jeden Fall nicht sagen, dass er nicht ist. Hey, dich kenne ich doch. Aber das kann man einmal machen, ne? Das heißt, wir kommen eh nicht durch. Das heißt nicht, ohne dass ich das Zenit spiele. Vielleicht mache ich das tatsächlich sogar. Wenn er dann mit beiden blocken sollte, mal gucken. Ich glaube, ich mache das dann. Weil insgesamt nehme ich ihn dann noch eine nervige Kreatur weg. So viel stärker und schneller wird nicht. Ah, wahrscheinlich hätte ich den sogar spielen können. Beziehungsweise wäre er, glaube ich, mit einem Spiel gekommen. Mal schauen. Genau, das war geplant. Das war einer von dem Schienen weg. Nehme ich ihn weg. Immer noch. Okay, das ist natürlich nice für dich. Das war passend. Ja, retten kann ich ihn nicht. Deswegen, seinen Tod müssen wir jetzt akzeptieren. Aber egal, wir können ja noch ein bisschen weitermachen. Wie sieht's denn eigentlich aus? Wow, dafür, dass ich so viele abwerfe, wenn es nicht so viele aktuell sind, aber denke ich ganz gut. So, komm, lass uns was ziehen. Ja, das war auch der 4. Gut. So, eigentlich können wir so mit allen angreifen. Wir brauchen aktuell keinen Blocker. Tja, das war auch nicht clever, denn der trampelt. Todesberührung, okay. Dann war es doch clever, ich nehme meine Aussage zurück. Ja, wir sind fast gleich auf. Ist schon ein spannender Kampf, muss ich sagen. So, du kommst ins Spiel, mein Freund. Und den können wir dann verstärken, falls was passiert. Das heißt, falls nichts passiert, machst du auch. Ach, hast noch so ein Flöter. Ja, aber wie gesagt, also unser Deck scheint so einigermaßen gleich stark zu sein. So, schauen wir mal. Ja. Jetzt die Frage. Kommt der auch ins Spiel? Das müssen wir mal testen. Einfach weil es mich interessiert. Krass, das zählt. Okay, ich glaube, jetzt wird er auch gleich die Schnauze voll haben.
Weil das ist natürlich echt nervig. Ich habe noch einen auf der Hand, das weiß er nicht. Kann ihn auch nicht zwei draußen haben, da legendär. Okay, das war der zweite Sieg. So, unser dritter Gegner ist Black Skater. Das ist keine schöne Starthand. Allerdings, wir können die alle für farblos umwandeln. Das heißt, wir haben zumindest die Chance, weiß nachzuziehen. Jetzt werden wir direkt dann auch nur seinen Zug machen. Immerhin, unseren tranitischen Heiler, den benötigen wir eh nicht. Das heißt, nur dafür. Ebene. Hm? Komische Ebene. Ja, das tut's auch. Verlangsamen wir uns jetzt aber um einen Zug. Aber egal, Hauptsache wir kriegen die hier raus und dann haben wir auch weiß, um das rauszukriegen. Gut. Mauer, Leben und Land. Mhm. So, jetzt haben wir erstmal sie raus. Höchstwahrscheinlich wird er 10.000 Fesselzauber dann besitzen. Ist aber okay. Habe ich es nicht vorhergesagt? Diese Kristallkugel von eBay macht sich echt bezahlt. Geil. So. Den raus. Zack. Komm. Nächster. Her. Ich hoffe nicht, dass er noch viel hat. Okay, er spielt ein weißes Landverdeck, scheint mir. Das ist selten. So, wir wandeln natürlich noch nichts um, wir haben davon nichts. Deswegen spielen wir die beiden einfach so aus und können dann hoffentlich auf den nächsten Zug ein bisschen aggro werden, indem wir uns lauter kleine Spielsteine holen. So, jetzt denkt danach. Ich nehme mal auch. Und zwar, was er wohl machen will. Außer ein Land spielen und ein Engel wahrscheinlich, schätze ich mal. Ah, das Deck ist sehr Verzauberung aus. Er spielt auch was, was mit Verzauberung zu hat. Zum Beispiel die Gargoyle zu. Und er spielt den. Okay, jetzt haut er ein Land raus. Weiß nämlich, dass der dadurch mehr kaputt gehen kann. Zumindest nicht normalerweise. Ich würde ihn sonst als Köder anbieten, aber das bringt es hier nicht. Greife ihn definitiv nicht an, aber unsere zweite Karte, die wir spielen, verursacht der Schaden, kann uns mit seinen Token kaputt machen. Wir werden uns auch darauf einstellen müssen, dass wir den höchstwahrscheinlich nicht kaputt kriegen. Dafür bräuchte sie mindestens zweimal oder sowas in der Richtung. Das passiert jetzt einfach nicht mehr. Verzauberung kann nicht angreifen oder blocken und ihre Fähigkeiten können nicht aktiviert werden. Okay. Sprich, der ist nutzlos. Und er wird jetzt geil mit dieser Verzauberung. Jede Artefakte und Verzauberung plus 1 und 1, das ist cool. Er hat Wachsamkeit. Cleverst ist es anzugreifen, genau. So, ich muss den blocken, weil der wird sonst zu stark. Das heißt, er ist schon stark. Ich kann nicht mehr leisten, so viel Schaden zu kassieren. So, jetzt überlege ich. Ich könnte den ganz normal spielen und mir den wiederholen im nächsten Zug. Will ich aber eigentlich noch nicht, weil mein Mana beschränkt ist. Genau, ich gebe dir lieber Lebensverknüpfung. Und immer wenn du jetzt schießt, kriegen wir trotzdem ein Leben dazu. Schön, dass wir den nochmal haben. Der wütende Moloch ist aktuell für mich wirklich effizienter, wenn ich ihn umwandle.
Weil dann triggert der Effekt, der Effekt, der Effekt und sie. Ich kann mir ein paar Blocker holen. Und hoffentlich haben wir dann irgendwann mal genug, damit wir mit dem Zenit des Leuchtfeuers ihn wegknattern können. Mit ihr versuche ich dann so ein bisschen Schaden reinzupushen, so gut es geht. Die ist nebenbei total toll gezeichnet. Ja, der gilt auch als Artefakt, ne? Genau, stärkt ihn damit. Ja, die blocken. Sie muss weg. Wir können jetzt auch noch eine Lebensverknüpfungsmarke, aber wir haben nichts draußen, was irgendwie damit gut skaliert. Von daher gehen wir uns das mal auf. Bis später. Bam. So, und jetzt dürfen wir nicht ungeduldig werden. Ja, noch eine Felidar-Zuflucht. Es wird spannend. 8 Schaden können wir ihm machen, wenn ich den umwandeln sollte. 10 Schaden. Wir müssen ja bis dahin auch selber stehen bleiben. Das ist ja der Witz an der Sache. Genau, er kriegt wieder 2 Toten. Oder er macht alles stärker. Er nimmt die 2 Toten, okay. Kloppen wir natürlich. Uns liegt hier was an unserem Leben. Okay, da wir die jetzt zweimal haben. Ich habe ja gedacht, wir ziehen das an und umwandeln, aber wir können es nicht riskieren, dass er zu stark wird in so kurzer Zeit. Das ist zwar Quatsch, denen das zu geben, aber irgendwer braucht es ja. Wenn wir es schaffen, genug Kleine zu haben, können wir da auch mal ein bisschen durchrushen. Ich sag so, wenn der echt perfekt blockt und würden 3 sterben, die Umwandlung haben, dann hätten wir 8 im Friedhof, wenn ich den umwandle 9 mit 2-mal Zaubern, könnte reichen, er kann ja nicht alle blocken, ne? Und wir können Gegenangriff durchaus kassieren mal. Hat natürlich zur Folge, dass wir das jetzt jeden Zug machen müssen. Bis wir vielleicht merken, oh okay, jetzt geht nichts mehr. Ich kann nicht lesen. Die verzaubert bleibende Karte kann nicht angreifen und blocken. Ihre aktivierten Fähigkeiten können nicht aktiviert werden. Okay. Okay. Ja, jetzt wird es sich höchstwahrscheinlich für die Plus-Plus-Magen entscheiden. Ah, hätte ich auch gemacht. Nicht echt. Du lässt den uns kaputt machen? Hast du bestimmt was auf der Hand. Okay, Leute, aber wir versuchen es mal. Den füttern wir natürlich noch. Keine Frage. Er war bereits zu tauschen. Einverstanden. Gut. So. Ich das umwandle für 3 Mana. Habe ich noch genau 2 Mana, um den Spaß dort zu bezahlen. Krieg den hier weg. Ja. Ja, das ist eine neue. Na, endlich. Da kommen wir vielleicht irgendwann mal vorwärts. Ja, jetzt haben wir natürlich viele opfern müssen.
Vielleicht hört ihr ja sogar irgendwann mal auf, Länder zu spielen. Dann kommen wir vielleicht sogar mal durch. Hey, wir haben gerade darüber geredet, dass du keine Länder mehr spielst. Das kommt dir quasi nahe. Na gut. Wir wissen beide, dass du angreifst. Der hat Wasserkrankheit. Warum solltest du nicht angreifen? Tu es einfach. Komm, tu es. Worauf wartest du? Ja, genau. Warte, bis deine Zeitdauern abgelaufen sind. Dann gewinne ich aus zeitlichen Gründen. Hey, eine Überraschung, er greift an. Hätte das gedacht? So, jeder. So. Vielleicht hat er auch die 3 Mana sich aufgehoben, um jetzt den Schaden abzufangen. Mal schauen. So, wir haben 5 Mana. 3 plus 2 mit Lebensverknüpfung klingt gut, ne? So. Das ist jetzt zwar außerhalb meines Spiels, aber das müsste die nächste Verknüpfungsmarke sein, genau. Ja, das kann ich nicht bezahlen, aber das spielt keine Rolle. Denn ich kann ja fließen. Schade, dass er nicht jetzt falls er buffen will, das vorher deklarieren muss. Zu spielen. Ich würde auch mal durchkommen. So, für 2 Mana, dann könnte ich noch 2 dafür zahlen. Könnte ich ihn 3 wegknallen? Und dann könnten wir angreifen? Ich würde aber gerne das direkt spontan machen können. Wie viele kommen denn durch? Moment, der blockt da meinen 2 Geilen. Ach, ist zu gefährlich. Der braucht bloß irgendeinen Zauber ziehen, mit dem er sich irgendwie heilen kann und dem hier am besten noch Lebensverknüpfung gibt. Dann klappt die Strategie auch wieder nicht. Ist besser, wir spielen auf Nummer sicher. So. Machen wir erstmal dich. Ja, wir zahlen automatisch und schießen auf irgendeinen. Ist egal, wer schießen alle gleich. Aber wir müssen das so lange machen, dass, weil er kann uns mit einem Angriff fast dann überrennen sonst. Wir müssen dafür sorgen, dass er nicht so stark wird, dass er direkt in mehreren durchkommt. So lange müssen wir jetzt diese Strategie hier fahren. Aber gut, unser Zenit des Leuchtfeuers wird dadurch immer stärker. Irgendwann kriegt man damit. Schade natürlich, dass der gefesselt ist. Der hat jetzt schon 8 zu 8. Klar, gegen den 16 zu 17 kann er gar nichts machen. Aber der müsste dann von ihm am ehesten geblockt werden und unser Anton wäre, sag ich, schon ein bisschen geschützt. Na, passiert dir was? Ach, ihre Fähigkeiten können nicht benutzt werden. Bla 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 und blub blub. Das macht uns auch unsere Spielsteine langsam alle. Und warum jetzt? Ist das eine aktivierte Fähigkeit und das nicht?
Ach nee, Quatsch. Das sind beides Passive. Von daher, er wollte nur, dass er nicht angreifen kann. Das bringt doch aber gar nichts. Hey, er hat kein Land gespielt. Wir haben die Möglichkeit, offensiv zu sein. Nächsten Zug. Ich überlege, ob wir jetzt noch was spielen. Weil dann haben wir die Token dann. Ja, kommt, warum nicht? Haben wir mehr Token, das heißt mehr Schaden. Na? Liest er sich den durch? Ist viel Text, gebe ich zu. Okay. So, jetzt müssen wir schauen. Wir haben 3, 4, 5, 6 Mana. Wenn ich den spontan spielen will, muss ich 4 aufheben. Das heißt, ich kann 2 verbrauchen. Wenn ich die Effekte aber in diesem Zug nochmal nutzen will, bevor der ja endgültig stirbt, sollte ich am besten gar nichts vorher spielen. Das machen wir jetzt auch so. Wir greifen jetzt mit allen an. Außer natürlich mit euch. Ihr könnt eh nichts. Ihr könnt nichts, habe ich gesagt. So. Eigentlich ist es auch Quatsch, mit denen anzugreifen. Unsere Spielsteine sind da mehr als sinnvoll genug, um die zu opfern. So. Genau, bam. Dich wandeln wir um. Dann haben wir noch genug Mana, um dann spontan zu schießen. Nee, das machen wir alles nicht, das bringt nichts. Nein, pfui. Ja, gutes Spiel. Okay, das war unser dritter Sieg, der wohlgemerkt auch ganz schön stark erkämpft war. Ich hoffe, die Deckstrategie hat euch gefallen. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen würden. Gerne natürlich auch als Abonnent. Ja, das war ein kleiner Hinweis. Ansonsten sage ich, habt viel Spaß, bis zum nächsten Mal und mögen euch die Gaming-Götter hold sein. Tschüss!